Willkommen zurück, Leute, zu Sonic & All-Stars Racing Transformed, hier im Grand Prix-Modus. Und uns fehlt noch der Arcade Cup und gesperrt. Gesperrt klingt ziemlich gut. Wir werden jetzt aber erstmal mit dem Arcade Cup anfangen. Und weiterhin werden wir es versuchen, das Ganze auf schwer zu schaffen. Beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, wieder Weiß genommen oder Shadow. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, ich wurde auch einmal drum gebeten, Joe Musashi oder mal ein bisschen Tails, Knuckles, aber die haben alle nicht die passende Geschwindigkeit, Leute. Das macht mir ein wenig Sorge. Deswegen werde ich jetzt noch einmal wieder Sonic benutzen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich denke mal, das sollte kein Problem sein, oder? Nein, natürlich nicht. Der Kugelfisch. Juhu, direkt zum Starten Kugelfisch. Damit ist der Sieg ja so gut wie in der Tasche. Hoffen wir nur, dass er nicht vergiftet ist. Nee, der muss ja auch ordentlich zubereitet werden. Ja, ganz wichtig. Mögt ihr Fisch? Ich mag keinen Fisch. Ich mag maximal Fischstäbchen. Aber dann hört es bei mir auch auf. Und dieser komische Backofenfisch von Iglo mit einer Bolognese-Soße drüber. Kennt ihr das? Scheiße. Absolut Mist gebaut. Da merkt man, man hat das Spiel ein paar Tage nicht gespielt und weiß schon gar nicht mehr, auf welchen Knopf man überhaupt Gas gibt. Es ist zum Schreien. Ach, ein Feuerwerk. Juhu. Als ob ich damit treffen könnte. Als ob ich damit treffen könnte. Ein sehr verschachteltes Level. Ach, das ist dieses, wo was angeblich zu House of the Dead gehört. Was aber so gar keinen Sinn macht, dass das Ganze zu House of the Dead gehört, weil es einfach verniedlicht ist. House of the Dead ist ein ziemlich brutales Spiel, verdammt nochmal. Ja, ja, aber das hatten wir auch schon durchgesprochen. Kommen wir lieber wieder zum Fisch. Mögt ihr jetzt Fisch oder nicht, Mann? Schreibt es endlich in die Kommentare. Nee, also Fisch. So, wenn ich da dann denke, dass man manchmal so, also meine Eltern zum Beispiel zum Frühstück, so einen richtigen Fisch. Da liegt ein richtiger Fisch auf dem Tisch, Mann. Der hat noch Augen. Und dann wird er da ausgehöhlt und ist doch voll eklig, weiß ich nicht. Außerdem schmeckt das nicht. Keine Ahnung. Schmeckt nicht so gut. Wie ein schönes Stückchen Salami. Also zum Frühstück, ne, ganz wichtig, Salami. Über Salami geht eigentlich auch gar nicht viel, würde ich jetzt mal so behaupten. So, wir brauchen mal ein vernünftiges Item, ne? Dann geht auch nicht viel drüber. Ich muss gleich auf jeden Fall, wenn ich die Gelegenheit bekomme, das hier ein bisschen lauter machen. Also, jetzt, ich meine jetzt nicht für euch, sondern für mich. Weil, meinst du, ich hoffe es gar nicht. Ist voll trostlos gerade. Sind wir schon Drift Level 3? Jetzt, bam. Bringt so gut wie gar nichts. Wir kommen überhaupt nicht ran. Juhu, Runde 2. So, hier muss ich auf jeden Fall. Scheiße, einer hätte es getan. Gott, 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 wir müssen unbedingt das schaffen. Also bis jetzt. Nein, ich wollte nach vorne schießen. Schade. Bis jetzt lief es ja eigentlich in den Grand Prix-Modis gar nicht schlecht. Muss man ja jetzt mal ganz ehrlich anerkennen. Also wir sind immer. Oh, komm. Na gut, ich muss ja nur auf dem Treppchen dann. Ne? In der Gesamtwertung. Und wir sind ja gerade mal Runde 2. Und es ist einfach unfassbar, wie lang die Strecken sind, oder? Wenn ich mir das mal so überlege, also so ein Part geht über 20 Minuten und da sind 4 Strecken drin. Und da sind dann auch keine Fails oder so drin. Nein, das sind 4-mal die Strecke ganz normal gefahren und so. Und das ist unfassbar. Also, ich find's ziemlich lang. Ihr nicht? Naja, aber soll auch nicht so wichtig sein. Ja, der Handschuh. Ja, Platz 5. Wäre jetzt grundsätzlich erstmal okay. Ja, und trifft sogar. Wir haben natürlich ein kleines Handicap, dass wir am Start total verkackt haben. Also, dass ich den Start sozusagen verpasst habe. So, jetzt habe ich relativ viele Münzen eingesammelt. Ich habe ja immer noch so das Gefühl, dass das mit dem All-Star zusammenhängt. Also, wenn ich relativ viele Münzen eingesammelt habe, dass ich dann in den Items auch den All-Star ziehe. Habe ich aber jetzt immer noch nicht. Okay. Ach, als ob das trifft. Als ob das trifft. Hab's doch selber nicht. Jemand anderes hat aber den All-Star so. Oh, Mann. Okay, damit kann man nicht wirklich rechnen. Also das. Außer man kennt die Strecke oder man ist sie schon öfter gefahren. Wenn wir online spielen würden oder wenn ich online spielen würde, würde ich die Strecken natürlich auch besser kennen. Wir haben sogar getroffen. Geht's lang? Ich sehe nichts. Ich kann es nicht erkennen. Okay, gut.
Meine Güte, wieso kann ich das nicht... Oh, Schwarm, der kann mir sogar noch helfen. Der Schwarm könnte mir wirklich helfen. Ja, danke, Pudding. Danke, danke, danke. Wie lange ist die Strecke noch? Okay, Dreifach-Schwarm. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bam. Mal weggebasht hier. All-Star. Komm, 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 komm. Nein, und den schieben wir auch noch so nach vorne rein. Kacke. Dritter Platz. Aber dritter Platz ist ja erstmal grundsätzlich okay. Die Strecke war ja nun auch nicht unbedingt einfach. Die lag mir auch nicht unbedingt. Von daher wird das schon okay sein. Pudding gewinnt. Ach, hast du doch nur mit dem All-Star geschafft, Mann. Das ist doch voll scheiße. Und egal. Sticker, juhu. Zweites Rennen. Adas Versteck. Oh, und brennende Tiefe danach. Puh. Das wird nicht unbedingt leicht, Leute. Das wird nicht unbedingt leicht. Ja, ich hau die Dinger jetzt raus. Du erhältst jede Runde einen Handschuh. Das ist gut. Wenn ich nämlich gleich auf dem ersten bin und alles auf mich geschossen wird, dann kann ich einen Handschuh natürlich gut gebrauchen. Ja, das ist der Plan. Aber dreimal Handschuh, das lohnt sich auf jeden Fall. So, Ladesequenz wird... Oh, ich wollte lauter machen. Scheiße, ich wollte lauter machen. Schnell, schnell. Okay, so. Jetzt auch mal mit ein bisschen Feeling und so. 3, 2, 1, los. Ach, ich weiß auch nicht, wie der Turbostart geht. So, noch nicht benutzen. Ach, das Level, ja, das haben wir auch oft genug gespielt. Um es eigentlich können zu müssen, ne? Muss man ja so sagen. Drohne, 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 Drohne. Was machen wir denn damit am besten? Schießen sie einfach mal ab. Müsste ja treffen. Trifft auch, okay. Möglichkeit, die Dinger hier gut erwischen, dann dürfte das gar kein so großes Problem werden hier. Ja, der war gar nicht so übel. Turbo auch noch gleich hinterher zünden. Dann sind wir schon auf dem sechsten, ja, okay. Autsch. Ich glaube, es hat so ziemlich alle hier erwischt. Alle stehen. Ach komm, Knights. Übrigens wurde mir Knights jetzt nochmal erklärt. Knights ist in der ursprünglichen Version auf dem Sega Saturn geschlechtslos. So, und die Entwickler von Knights Wii-Version, keine Ahnung, wie das Spiel jetzt richtig heißt. Knights, ja, super. Knights 2, wie auch immer. Haben Knights dann wohl eher in Richtung Mädel getrimmt. Ja, meine Güte, dann ist das halt so. Soll mir egal sein. Ich wollte früher halt so gerne Knights haben auf dem Sega Saturn. Also wo wir einen Sega Saturn hatten, habe ich immer, wenn wir auf irgendwelchen Flohmärkten waren, wo es dann tatsächlich mal ein Sega Saturn Spiel gab, dann gab es doch ab und zu mal Knights Journey into Dreams oder Knights Christmas. Da gab es irgendwie so eine Christmas Edition. Keine Ahnung, wie genau das jetzt da war oder läuft. Dieser Christmas Edition. Auf jeden Fall wollte ich die immer voll gerne haben. Und ich habe sie auf dem Flohmarkt nie bekommen. Nein. Meine Eltern haben immer gesagt, nein. Nein. Und wenn mein Bruder sich dann mal irgendwie ein Spiel aussuchen durfte, weil das kam öfter mal vor, dass er sich ein Sega Saturn Spiel aussuchen durfte, weil es eigentlich auch, ja, es war sozusagen sein Sega Saturn. Ja. Und ja, das war dann immer so. Und er hat nie Knights genommen. Verdammt. Junge, hättest du mal Knights genommen, dann wüsste ich jetzt einiges zu berichten über dieses Spiel. Amy hat den All-Star. Das ist ja wunderbar für Amy. Bringt mir nur leider mal wieder gar nichts. Fünfter Platz, fünfter Platz. Fünfter Platz ist ja fast... Okay. Ja, mag ich nicht. So, Weiß, du schießt einen Wirbel ab, kriegst aber auch einen drauf. Ja, hast du jetzt davon. Ja? Pete? Hab ich gerade Pete verstanden? Keine Ahnung. Och, Mann. Wieder voll fies. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab Angst. Mal, vergiss es. Hey, nur fünfter Platz. Nur fünfter Platz. Aber so gerade mal zweite Runde. So, Ralf, mir reicht's. Oh, voll witzig, voll witzig. Oh, Gag. Gag, 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 Gag. Hoch. 10. Erwischt. Schade. Zweiter Platz. Zweiter Platz ist gut. Mimi auf der 1. Wichtig ist natürlich, dass... Oder es wäre natürlich gut, wenn Pudding weit hinten landet. Wo benutzen wir den All-Star? Benutzen wir den hier auf dem Wasser? Ich glaube, auf dem Wasser könnte der relativ viel bringen, weil wir ja durch den All-Star so ein bisschen fliegen.
Und das ein Riesenvorteil ist, gerade wenn man auf dem Wasser ist. Jetzt bin ich Erster. Der Plan geht auf, Leute. Der Plan geht doch tatsächlich auf. Ich bin Erster und habe meinen Handschuh. Mimi hat momentan nichts. Guckt also in die Röhre. Jetzt hat Mimi Eis und schießt auch schon. Dann benutzen wir mal unseren Handschuh sicherheitshalber und manövrieren jetzt hier so richtig, richtig schön durch. Turboflucht, ja Mann. Bam. Weiß Bescheid, ne? Weiß Bescheid. Oh, wir müssen weiterfliegen. Okay, der ist ein Stück weit hinter uns. Also, das ist. Ist vielleicht sogar machbar, der erste Platz. Oh, wunderbar, wunderschön gemacht. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier halbwegs jetzt durchkomme. Keinen großen Blödsinn machen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier. Ich benutze jetzt mal keinen Stunt. Weil das klappt ja meist irgendwie dann doch nicht so. Was? So. Hast du jetzt davon? Das musste ich jetzt aber auch mal aufhalten. Das gibt's doch nicht. Dass der mich noch kriegt. Ich war so gut. Hallo, also. So, der Handschuh, der rettet mich jetzt. Oh, wäre das schön, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt ein. Ja, was will ich eigentlich? Ein All-Star hätte. Ein All-Star wäre jetzt geil. Ich glaube, die kriegen mich jetzt noch. Sie kriegen mich nicht. Ich bin Erster. Und hallo, Dudu, du bist gerade online gekommen. Dudu ist cool, deswegen kann man den auch ruhig mal grüßen. Dudu Shiba. In meiner Abo-Box. Da, so bei den angesagten Kanälen. Da könnt ihr ruhig mal reingucken. So. 18 Punkte, wir sind Platz 1. Klasse. Und das nach dem zweiten Rennen. Und haben Sonic auf Level 4. Dann ist er bald auch voll aufgelevelt. Rennen 3, brennende Tiefe. Das war das blöde Level, ne? Das war das blöde Level, definitiv. Ich will was Schönes. Ich will was Schönes haben. Wirbel drehen dich nicht mehr so lange um. Toll. Ich sag, kannst nur immer wieder sagen, die Wahrscheinlichkeit von so einem Wirbel getroffen zu werden, ist nun mal nicht so hoch. Was soll das denn? Was soll ich damit? Nichts. Bringt mir nichts. Ich will was Besseres. Was für den Sieg. Ich will einmal insgesamt Erster werden und das sogar auf dem Schwermodus. Vielleicht bin ich ja jetzt gut genug für den Schwermodus. Das erinnert mich natürlich auch wieder daran, dass ich ja noch die Welttour im Schwermodus auch noch beenden will. Also, wow. Beziehungsweise, ich will sie nicht im Schwermodus beenden, sondern ich muss noch ein paar Levels auf schwer spielen, um überhaupt weiterspielen zu dürfen oder zu können. Und den Grand Prix-Modus mache ich ja eigentlich momentan nur, um mich davor zu drücken. Ja, aber so langsam geht der Grand Prix-Modus auch Richtung Ende. Und dann muss man wohl einsehen, dass man das irgendwann spielen muss. Führt kein Weg dran vorbei, wir machen hier alle platt. Und kommt trotzdem nicht nach vorne, weil dieses Level einfach scheiße ist. Das Level ist beschissen. Ich sag's jetzt, wie es ist. Das ist ein scheiß Level. Man kommt hier schlecht voran. Dudu Shiba hat begonnen, Sonic Transform zu spielen. Da seht ihr. Das ist doch mal. Das ist mein Junge, der weiß, was gut ist. Würde er jetzt fast sagen, Dudu, jetzt komm mal hier online. Dann drehen wir eine Runde, aber. Es ist spät. Und ich habe keine Zeit. Beziehungsweise Zeit schon, aber ich überlege, ob ich mir nachher noch was. Zu fressen hole. Ich hab noch. Ja, doch, es gab heute schon. Ja, aber. Es gab nicht viel. Sagen wir es einfach mal so. Morgen gibt es auf der Arbeit die Jahresendwurst. Wow, die Jahresendwurst. Was ist das? Das hat wirklich mal jemand gefragt. Also, jetzt nur mal, um es erstmal vorher zu erklären. Die Jahresendwurst ist halt so, weil wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr. Steht die Firma. Die Firma steht dann still. Das bedeutet, zwischen Weihnachten und Neujahr haben alle frei. Das bedeutet, ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr frei. Und das ist natürlich ziemlich episch. So. Und für all diejenigen, die jetzt noch arbeiten müssen, das sind gar nicht mal mehr so viele, weil viele heben sich den Urlaub halt so weit auf, dass sie, ja, dass sie dann schön zu Hause bleiben können vor Weihnachten. Und ich werde es im nächsten Jahr genauso tun. Ich werde zumindest versuchen. Ich knall den Urlaub immer so früh raus. Das ist ein echtes Problem bei mir. Komm. Ist umgehauen, ja, Mann. Naja, auf jeden Fall knall ich den Urlaub immer ziemlich früh raus und dann stehe ich am Ende des Jahres dumm da, weil ich so lange noch arbeiten muss. Aber ich kriege immer die Jahresendwurst. Das ist toll, das ist super. Naja, also eigentlich ist es ziemlich dann. Also, um wieder aufs Thema zu kommen, die Jahresendwurst, das bedeutet halt einfach, unser Chef gibt eine Wurst aus. Ja, zum Jahresende hin.
So, dann hatten wir echt eine, die dann mal gefragt hat, kurz vorher, was ist denn eine Jahresendwurst? So, die Frage an sich war schon ein bisschen dämlich und dann sagte unser Chef halt, ja, das ist die Wurst, also der Wursthersteller, der sammelt nochmal die ganzen Wurstzipfel zusammen, die so zum Jahresende übrig geblieben sind und ja, fummelt die zusammen zu einer Jahresendwurst. Und dann so, boah, echt? Die sollen wir dann essen? Ihr müsst wissen, wir haben da teilweise wirklich Leute, wo man sich denkt, wow, wie sind die überhaupt lebensfähig? Das ist manchmal echt eine Frage, so. Aber ich glaube, das hat man überall. Dass man wirklich Leute hat, wo man sich denkt, oh mein Gott, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist einfach unfassbar. Okay, wir haben den 5. Platz, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Bedeutet 6 Punkte, bedeutet wiederum Platz 2, bedeutet 1 Punkt vor Weiß und 4 Punkte vor Beat. Wir müssen definitiv vor Weiß und Beat landen. Ich weiß nicht, wie der Platz da drunter jetzt aussah. Da habe ich nämlich gar nicht nachgeguckt. Race of Ages, was ist denn nochmal? Race of Ages. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für ein Level sein könnte. Boah, ich hau hier die Münzen raus, das gibt's nicht. Nee, nein, das geht jetzt nicht. Es kommt ja noch ein Grand Prix und es kommen ja noch andere Sachen. Da brauche ich ja auch Münzen. Ist ja kein Zustand, dass ich jetzt alle Münzen benutze. So, komm jetzt hier fertig laden. Auf jeden Fall kriege ich morgen diese Jahresendwurst. Wahrscheinlich an dem Tag, wo ihr dieses Video bekommt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das zu morgen noch hochlade. Ist echt spät. Ich muss noch scheiß viel rendern. Oder? Was geht eigentlich? Ach, das ist dieses Final Level da irgendwie, oder? Kann das sein? Passt schon. Ja, auf jeden Fall kriege ich die morgen und ja, Vorfreude und so. Wuhu! Ich könnte eine eigene Soße mitnehmen. Das wäre natürlich ziemlich cool, wenn ich meine Wasabi-Soße mitnehmen würde. Und alle Leute gucken, boah, was ist das denn? Wasabi? Du bist eklig. Das ist doch immer so. Die Leute sagen immer alle, voll eklig, wenn sie es nicht kennen oder so. Seid ihr auch so drauf, dass ihr irgendwas nicht kennt und dann sofort sagt, das passt nicht zusammen. Nee, man sollte es vielleicht erstmal probieren. Es gibt so eine super geile Wasabi-Knoblauchsoße und deswegen, wow. Da kann ich nur sagen, die schmeckt lecker. Und da habe ich, glaube ich, 3 Packen von dem Kühlschrank. Einfach nur sicherheitshalber, damit die mir so schnell nicht ausgeht. Und weil irgendwie immer die wirklich guten Sachen, die gibt's nie lange. Das ist einfach so eine Tatsache. Gute Sachen, die werden schnell wieder aus dem Programm genommen. Oder Sachen, die ich gut finde, werden halt schnell wieder aus dem Programm genommen. Weil ich, glaube ich, einen ziemlich komischen Geschmack habe, so. Der ist nicht alltagstauglich. Ja, tatsächlich ist das, glaube ich, wirklich so. Komm. So, machen wir einen astreinen Jump. Bams. Gute Kombo. Oh mein Gott. Das ist mal ein Lob. Nein. Ist voll da durch. Ja, ging nicht anders. Wir kommen gut voran. Ja, vor allen Dingen, weil wir jetzt uns die Drohne auch noch trifft. Scheiße, ich sehe schon kommen, dass wir nicht auf dem Treppchen landen. Also bis jetzt sieht es nicht danach aus. Ich möchte es mal so sagen. Das wäre natürlich ziemlich heftig. Würde euch aber, ja, wäre für euch jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem, weil... Autsch. Weil ich... komm. Weil ich dann so offscreen nochmal spielen würde. Das wäre also egal. Passt schon. Knights ist vor uns. Knights muss geholt werden und Weiß ist natürlich Gefahr. Weiß ist Gefahr. Autsch. Und wir fliegen nochmal runter. Die Strecke ist aber auch schwierig. Sie hat keine Ränder und so. Oh, jetzt kommt mir nicht auch noch mit All-Star von hinten oder so. Da ist der da vorne. Der den All-Star? Vom Geräusch her ist es eher Samba der Amigo, oder? So, jetzt nochmal hier. Ihr Weiß, nimm das. Bam. Wir hätten das zwar noch ein bisschen länger halten können, aber ich glaube, dass es mehr Sinn macht, Weiß zu treffen. So, die Stelle ist echt scheiße. Hier mit dem Boot und... das ist nicht gut. Drohne. Weiß ist direkt hinter uns, wenn der jetzt vorbeizieht. Bitteschön. Ist der dem ausgewichen? Autsch. Okay, ich weiß aber... wie ich dagegen ankomme. Jetzt dreh mich doch mal wieder richtig rum. Das reicht jetzt auch.
So, Turbo. Runde 2 gerade mal. Mein Gott. Aber ich glaube, ich sollte darüber mich nicht beschweren. Dritter Platz. What? Wie kommen wir denn dazu auf einmal? Okay, da müssen einige mächtig Pech gehabt haben. Ja, danke schön. Oh, weißt du, Penner. Ich glaube, er darf eventuell sogar vor uns landen. Ah, ne, der hat nur ein, der ist ein Punkt hinter uns, ne? Oh, wie soll ich das denn machen? Jetzt fallen endlich runter. Endlich runter. Oh Gott, ja, aber die anderen fallen auch alle runter. Von daher. Ja, wundert mich auch nicht. Scheiße, kein Item bekommen. Das ist nicht gut. So leicht ist die Strecke nicht. Die Strecke ist einfach nicht leicht. Nein, nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Nein. Aber Weiß konnte sich da auch nicht halten. Wen wundert's? Drohne, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, ja. Oh, 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 aber so weit hinten möchte ich dann auch beim besten Willen nicht landen, weil dann kann es ja doch noch sein, dass der ein oder andere vielleicht noch vorbeizieht. Das wäre äußerst blöd, äußerst blöd. Oh, oh, oh. So, wir fahren natürlich, wie immer, hier lang. Beten dafür, dass wir halbwegs durch. Was ist das denn? Oh. Jetzt hat die scheiß Welle mich einfach mal voll aus dem Dings... Kacke. Ja, vergiss es. Das wird nichts. Oh, ja, jetzt komme ich überhaupt nicht mehr auf Speed. Ja, ich kann keine Geschwindigkeit mehr aufbauen. Das ist jetzt doof. Oh. Danke. Jetzt gehen die Kinder nochmal sicher, dass ich auch definitiv ganz hinten lande. Im besten Fall letzter Platz, würde ich mal sagen. Boah, die haben wir sogar noch erwischt, aber ja. Ist ja jetzt nicht so, dass uns das noch was bringt. Achter Platz. Wir beten zu Gott. 3 Punkte, das wird niemals reichen, um auf dem dritten Platz zu bleiben. Im Leben nicht, im Leben nicht. Was haben denn meine Lieblingsgegner so bekommen? Weiß hat 5 Punkte bekommen. Mimi hat 4 Punkte bekommen. Beats hat 7 Punkte bekommen. Juhu, 27 Punkte mit ihm zusammen. Und dann ist er vor mir. Ach komm, das ist doch voll unfair. Das liegt jetzt doch wohl nicht am Namen oder so. Ey, komm, das ist unfair. Unfair. Schade. Komm, jetzt drück mal ein Auge zu, ihr Spiel. Ein Auge zudrücken? Ich meine, wir haben gleiche Punktzahl. Wir sind beide Dritter. Da entscheidet man im Zweifelsfall für den Spieler. Nein, tut man nicht. Super. Super. Immer schön. Immer auf die Kleinen, ne? Immer auf die Kleinen. Danke, danke. Beats. Oder Beat. Ich könnte ihm gerade eine auf die Fresse hauen. Ist echt so. Ich bin. Ich bin überlüßt eine rein. Nein, das ist. Ja, ganz tolle Siegerehrung. Hätte ich mal Weiß genommen. Mit Weiß hätte es funktioniert. Juhu, Arcade Cup. Muss ich nochmal spielen. Okay, Leute. Dann werden wir im nächsten Part trotzdem diesen gesperrten Cup spielen. Ja, bis dann und ciao.